Und willkommen zurück zu Let's Play XCOM. Enemy Unknown. Eine Schlacht gewonnen. Ein kleiner Sieg für uns. Es gibt einen, der hat einen Aufstieg. Klicken zum Befördern. Wir sehen dann hier eine kleine Auswertung von der Nachbesprechung. Soldat Aliantos hat 5 Kills. Das war sein zweiter Einsatz. Hier sehen wir noch, welchen Status die haben im Moment. Ah, das wird ein Scharfschütze, okay. Rekrut Joseph Blöde hat 0 Kills. Axel Fugger hat 0 Kills. Und Killian Quinn hat 1 Kill und wird zum Scharfschützen befördert. Unsere Scharfschützen sind darauf spezialisiert, größtmöglichen Schaden aus der Distanz anzurichten. Ohne ausreichendes Training sind sie in Nahkampfsituationen jedoch verwundbar. Ausbildung Präzisionsschuss. Zugeteilte Klasse Scharfschütze. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Und das sind die Sachen, die wir geborgen haben. 2 Sektorinleichen, 4 Waffenfragmente. Commander, wir empfangen einen Funkspruch des Rats. Oha, jetzt kommt der Chef. Guten Tag, Commander. Wir wollen Ihnen zu Ihrem letzten Sieg gratulieren. Aufgrund der verschiedenen Gesuche um Unterstützung mussten Sie eine schwere Entscheidung treffen. Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Wie vereinbart, erhalten Sie nun Ihre Belohnung. Auf Wiedersehen, Commander. Wir hoffen, dass Sie Ihren Erfolg weiter fortsetzen können. Die Belohnung ist übrigens Wissenschaftler. Neues Gebäude verfügbar. Labor. Jedes Labor erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 20%. Verbundbonus plus 10%. Forschungsgeschwindigkeit für jedes direkt angrenzende Labor. Benutze Option Einrichtung bauen in der Technikabteilung, um dieses Gebäude zu errichten. Operation Geheimer Körper. Sand konnte in Chicago eine Entführung durch Aliens verhindern. USA ist dankbar und hofft auf diese Belohnung, den XCOM-Projekt nutzen wird. 4 Wissenschaftler. Panik macht sich in ganz Asien breit. Tja. Der Rat weiß, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben, Commander. Mit unseren Ressourcen ist unser Handlungsspielraum begrenzt. Unser Chefingenieur hat jedoch etwas gefunden, damit Sie die Lage besser überwachen können. Das Lagezentrum erlaubt die permanente Überwachung jedes Mitgliedstaates des Rates. Wenn wir es zulassen, dass die Panik in einem der Staaten die Überhand gewinnt, wird sich das Land aus dem Rat zurückziehen und auch die finanzielle und sonstige Unterstützung einstellen. Das Vertrauen des gesamten Rates in das XCOM-Projekt kann an der primären Anzeige über dem Hauptbildschirm abgelesen werden. Die Ingenieure nennen sie das jüngste Gericht. Das hier oben. Commander zur Einsatzleitung. Commander zur Einsatzleitung. Ja, reiß mich einfach raus, ey. Darf ich auch abspeichern? Das wäre mal richtig geil. Nächste Ereignisse 5 Tage, dann haben wir die Waffenfragmente erforscht. Commander, Dr. Wallen berichtet, dass die Forschungsarbeiten im Labor voranschreiten. Aber es wird noch einige Zeit dauern, bis das Projekt abgeschlossen ist. Unser lokales Satellitennetzwerk ist jetzt aktiv und wir können nach neuen Aktivitäten suchen. Dies könnte mehrere Tage dauern. Nach Aktivitäten scannen. Das ist das Große von XCOM. Ich kann immer noch nicht ins Hauptmenü. Wir können hier so ein bisschen gucken. Da ist unser Hauptprojekt. Ansonsten, tja. Wir haben im Moment nur einen Satelliten und zwar steht er über den USA. Und dort können wir nach Aktivitäten scannen. Und hier sehen wir dann so eine, wie nennt man das? Ach, so eine Panik-Map. Und da sehen wir, Indien und Asien sind schon ein bisschen heftig. Ich kann auch nicht zurück. Ich muss drücken. Reicht das schon? Ne. Commander, die Pläne für das Scope-Zielsystem sind fertig. Wir haben sie in die Technikabteilung geschickt. Forschungsabschlossen. Waffenfragmente. Forschungsprojekt abgeschlossen. Neues Forschungsprojekt. Commander, da wir die Forschung abgeschlossen haben, gibt es für mein Team und mich nichts mehr zu tun.
Ich möchte Sie um Erlaubnis bitten, die Alien-Körper zu autopsieren, die Ihre Soldaten aus den letzten beiden Einsätzen mitgebracht haben. Sie werden zustimmen, dass wir die Physiologie der Aliens verstehen müssen, um sie besiegen zu können. Ja, wie du es schon eigentlich gesagt hast, ich habe schon zugestimmt, obwohl ich eigentlich nicht gestimmt habe. Xenobiologie. Ja, nehmen wir das, ne? 7 Tage, 4 Sektoiden lassen. Es ist überlebenswichtig, die Physiologie der Außerirdischen gründlich zu erforschen, damit wir bessere Waffen und Taktiken entwickeln, um sie zu bekämpfen. Wähle das aus. Danke, Commander. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald die Forschungen abgeschlossen sind. Technik online. Anscheinend hat das Team von Dr. Shen endlich kapiert, wie man die Maschinen einschaltet. Commander, in die Technik. Commander, in die Technik. Commander, bitte abspeichern. Darf ich abspeichern? Oha. Technik. Ah, Commander. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen würden. Willkommen in der Technikabteilung. Hier werden alle Träume des Forschungslabors realisiert. Und da wir gerade dabei sind, Dr. Wahlen hat uns ein paar neue Pläne geschickt. Mit ihrer Erlaubnis starten wir die Produktion. Scope und Medikit. Na, da kommen wir noch nicht hin. Das sind Waffen. Wähle das Scope, um mit der Herstellung zu beginnen. Kostet 5 Ingenieure, kostet es nicht direkt, aber man ist so eine Mindestzahl, die man haben muss. Preis $20. Wir haben 375. Dieses verbesserte Zielmodul lässt sich mit XCOM-aktiven HUD-System kombinieren und verbessert die Zielgenauigkeit der Soldaten enorm. Vor allem bei Scharfschützen ist das sehr sinnvoll. Herstellen. Herstellen. Da brauchen wir im Moment einen von. Die Fertigung des Scope-Geräts ist beendet. Es wurde in die Waffenkammer gebracht. Commander, zu den Kasernen. Commander, zu den Kasernen. Kaserne. Neue Objekte und Waffen werden aus der Technikabteilung direkt in die Waffenkammer gebracht. Ja, das sehen wir hier, Soldaten anzeigen. Dann können wir gucken, wir nehmen ihn. Bewaffnung. Er hat Splittergranaten, da wählen wir jetzt Scope. Commander, ins Lagezentrum. Commander, ins Lagezentrum. Und dann wir können ihn auch gleich in eine neue Farbe verpassen. Scharfschützen sind nämlich immer grün bei mir. Lagezentrum. Commander, der Rat möchte Sie sprechen. Schon wieder? Guten Tag, Commander. Wir benötigen Ihre Hilfe in einer besonderen Angelegenheit. Wir erwarten, dass Sie diesem Problem dieselbe Aufmerksamkeit widmen wie jedem anderen Projekt. Eine Gefangene hat es geschafft, den Aliens zu entfliehen. Wenn Sie diese Frau auffinden können, hat sie womöglich wichtige Informationen über die Operation der Aliens. Wir senden die Koordinaten. Auf Wiedersehen, Commander. Wir wissen, dass Sie uns nicht enttäuschen werden. Ja, das wäre auch peinlich, wenn ich fehle. Wir sollten uns wohl an die Arbeit machen. Das sollten wir. Ratseinsatz, Bergung. Wir haben ein Notsignal empfangen. Ein entführter Zivilist hat es irgendwie geschafft, den Aliens zu entkommen. Wir haben nur wenig Zeit, ihn da rauszuholen. Die genauen Daten sollte die Zentrale zusammen haben, sobald ihr Trupp vor Ort ist. Belohnungen $157, Panik verringert und Wissenschaftler 5. Dafür auch Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Da wird's eine Überlängenfolge. Starten wir den Einsatz. Das kann ich überspringen übrigens, ne? Eieiei. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Es gibt da mehrere. Entweder wird ein UFO, kommt ein UFO angeflogen, das schießen wir dann ab. Und es stürzt dann ab und dann landen wir auch. Oder ist es irgendwo ein
Entführung im Gange oder sowas. Oder halt Einsätze, Sondereinsätze vom Rat. Das kommt auch noch vor. Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Die Person, die Sie suchen, heißt Anna Singh. Sie ist, soweit wir wissen, die Einzige, die den Aliens entkommen konnte. Die Mission lautet, sie irgendwo in diesem Block zu finden und rauszuholen. Operation Vertreter König. Eine wichtige Zielperson muss in die XCOM-Zentrale und benötigt Geleitschutz. Gegnerische Einheiten im Zielgebiet sind in der Alarmbereitschaft und werden Widerstand leisten. Finde das Ziel, eskortiere es zum Abholpunkt, beschützen Sie das Ziel um jeden Preis. Machen wir doch glatt. Trupp. Marsch. Prägt euch die Abholzone ein, Leute. Sobald ihr Anna Singh gefunden habt, bringt ihr sie zur sofortigen Evakuierung hierher. Das sind Tauben, okay. Ich dachte schon, was sind das denn für Viecher? Ich würde sagen, hier rechts. Rechts haben wir auf jeden Fall eine gute Deckungsmöglichkeit über den Bus. Autos können übrigens explodieren. Das heißt, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht plötzlich dann ein Auto explodieren hat oder sowas. Alien-Aktivität. Alles ist ruhig bis jetzt. So. Vorsichtig fortfahren. Ah, G und T, okay. Aber nur zu einem gewissen Grad dann halt. So, da möchte ich einen hinhaben. Ja, es ging gerade noch, sehr schön. So, die zwei Rekruten bitte nach vorne und du hierhin. Da ist der Erste. Der rennt weg. Kannst du ihn erschießen? Ne. Ziel verfehlt. Ja, Schlaumäger, du hast das Ziel verfehlt. Boah, bist du gut. Sporen. Dann spurte man den Bus. Ich hätte den gerne. Das ist schwierig. Kann ich den von dort aus sehen? Ja, dann soll er mal einen Feldpost machen. So. Kamera bitte nochmal. Auch hier wieder vorsichtig, weil es Autos sind und die können explodieren, wenn sie beschossen werden. Das will ich natürlich nicht. Ha! Reflexschuss. Und der Feldposten hat gewirkt. Und damit ist ein Zug sofort beendet. Der Vogel kann mal dahin fliegen. Quinn sportet mal dorthin. Jesus. Dahin. Spielen wir ein bisschen aggressiver und schneller. Ich muss jetzt schon wieder eine Überfolge machen. Oh. Warum nehme ich jetzt eigentlich um diese Zeit auf? Okay. Wo ist denn die Person, die ich suche? Ziel in Sicht.
Ah, da hinten. Da rechts. Helfen Sie mir! Hier drüben! Ah, bin unterwegs. Aber erst machen wir den kalt. Das ist nicht gut. Ja, er hat ihn. Erledigt. Gut. Dann können die beiden mal hier nach vorne stürmen. Und ich würde sagen, wir gehen ja den anderen Weg direkt rum. So, hier drüben. Hier bin ich. Ja, ich sehe dich doch, Mann. Nur die Ruhe. Sie müssen mir helfen. Es sind so viele. Sie sind überall. Wir müssen hier weg. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber wären Sie nicht aufgetaucht, wäre ich jetzt vermutlich tot. Commander, wir sollten die VIP schnellstmöglich zum Skyranger bringen. So, das machen wir ganz geschickt. Du gehst mal dahin. Das war übrigens ein Fehler, den jetzt spurten zu lassen. Na egal. Dich mal dahin stellen und auf Feldposten schicken. So, dann drehen wir die Sicht mal ein bisschen. Du gehst dahin. Gehst den Kopf runter. Erhöht die Verteidigung. Und dich dahin. Feldposten. Ja. Der andere hat seinen Zug schon aufgebraucht. So, ich möchte zwei Händen haben. Das heißt, der muss zwingend. Ja, dann packe ich hier hin. Diese Dinger, da waren so viele Leichen. Ich verstehe es einfach nicht. Oh. Ja, das ist auch egal. Gib deinen Zug frei. Gib das Hand frei. So, zack, zack. Eine ist da, ne? Ja. Dann können die beiden mal nach vorne gehen. Der bleibt dort. Der geht da so ein bisschen an der Seite entlang. Und der... Muss das ein Sport sein? Ja, dann ist es halt ein Sport. Spure dich. Strike One, eine Welle X-Rays nähert sich ihrer Position. Augen auf. Ganz auf der anderen Seite. Oh. Ein Alien, der Erdensoldat oder Entensoldat auf Feldposten feuert auf jedes feindliche Ziel, das sich in seinem Sichtfeld bewegt. Gott sei Dank haben Sie mich gefunden. Fast wäre es mir so ergangen wie all den anderen. Die bewegt sich außerhalb des Sichtfelds, deswegen ist die dort nicht gefährdet. Wäre ich den Anweg gegangen, hätten wir kleine Probleme. Wir sehen ja noch nicht mal den anderen. So, den Scharfschützen dahin. So. Der steht wahrscheinlich immer noch auf Feldposten, der Typi. So, die hätte ich gerne hier in die Volldeckung. Den, oh hier. Tauschen die halt. Ach, da kann kein Feldposten. Der muss... Ja, der macht halt eine volle Deckung. Dieses Alien sieht uns Menschen sehr ähnlich. Vielleicht verwenden wir es als eine Art Infiltrationseinheit. Ich empfehle, es für genauere Untersuchungen gefangen zu nehmen. Ja, wir können ja die Leiche mitnehmen. Die habe ich nämlich gerade abgeschossen. So.
stehenden Fußes machen wir uns auf den Weg zum Skyranger. Die kann dort mal sporten. Direkt hinter ihm. Er geht hier auf Feldposten, falls dann noch eine Welle kommt. Oder so. Daneben. Sieht er noch nicht, ne? Ne, dann macht das noch nichts. Okay, der sieht prinzipiell, ich mach mal X, damit er auf die Pistole wechselt und dann gucken, ob er da ein paar Schüsse abfallen kann. Feindkräfte im Anrücken, Strike One. Gefechtsbereitschaft. Oh oh. Reflexschuss. Daneben. Alter, was haben die denn für Zielwasser? Ich hab hier keine Kugeln mehr. Ich hab keine Kugeln mehr. Oh oh. Vergiftet. Shit. Jetzt wird's spannend. So. Geh mal nach oben. Hallo. Geh mal nach oben. Bomb down that shit. Oh, der ist weg. Dünner Mann. Sporten. Ja, nachladen müssen die Leute auch. Habt ihr ja gerade gehört. So, zack, zack. Den Schritt weiter und nachladen. Dahin und volle Deckung bitte. Sag mal, warum schießen die alle daneben? Ja, das hast du nur davon. Der ist in Panik. Truppen in Panik kann ich nicht kontrollieren. Die machen, was sie wollen. Werfen wir eine Granate, dann stört er nicht mehr. Geh mal. Kannst du dahin? Ja, geh mal dahin. Werf die Granate. Ich will ihn nicht mehr sehen. Bam. Der Vogel. So, der Vogel hat alles abgeschossen. Geh mal dahin. Wir haben es auf jeden Fall gleich geschafft. So. Aber die schafft es noch nicht mit einem Sprung. Aber jetzt... Jetzt müssen die theoretisch noch überleben. Sporte mal rüber. Danke. Oh Gott. Vielen Dank. Das müsste, glaube ich, schon gewesen sein, oder? VIP ist an Bord und in Sicherheit. Gut gemacht. Jetzt müssen Sie nur noch die übrigen Feinde erledigen. Auch das noch. Okay. Du nachladen. Du rennst ja mal dahin. Du rennst ja mal dahin.
du rennst mal dahin. Boah, das jetzt wird's ein bisschen doof. Ich dachte, ich wäre jetzt mit einem Schlag durch. Au. Wie verrecken die Leute? Nee, das war die nicht. Dahin sporten? Bringt das was? Ja, bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen. Sportet mal beide dahin. Oh, ich hoffe, die sterben jetzt nicht. Das wäre nämlich schade drum. Boah, die Folge nimmt Übermaß an. Das ist gar nicht gut. So, zuerst brauche ich die... Ach. Feinde gesichtet. Da ist der Arsch. Jetzt renne ich gleich weg hier. Rückenstark kann ich nicht anwenden, aber das müsste, glaube ich, schon reichen, wenn die Granate das Auto anzündet. Da kann er nicht viel machen. So. Zur Not. Vielleicht kann ich ihn jetzt auch schon ballern. Ja, probier's mal mit der Pistole. Auch wenn ich glaube, das würde nicht klappen. Oh, der trifft den immerhin. Ja, jetzt ist er weg. Und bumm. Oder auch nicht. So ein Glück. In Panik. Jetzt explodieren die Autos. Boom. Zu schade, dass der da nicht stand. Aber der hat ihn genau vor dem Blickfeld. Das heißt, der wird das so oder so nicht überleben. Raketenstart. Boom. Schon wieder wurde befördert. Kommen Sie zurück zur Basis und zwar flott. Kein verloren. Sehr schön. So wollte ich das haben. Speichern. Ich will die Aufnahmesession beenden. Ja. Die Sturmeinheit kämpft an vorderster Front. Sie geht als Erste in den Kampf und zieht als Letzte ab. Genau. Sturm. Und Mercier. Die sind alle verwundet. Da kann man sehen, wie lange die dann weg sind. Wie der Name schon sagt, die Unterstützungseinheit hilft den Trupps auf nicht materiellem Weg. Sie ist eine wichtige Hilfe für alle in ihrer Nähe. Also der Arzt auf gut Deutsch. Und er kriegt noch eine. Holozielen. Auf Gegner zu schießen oder sie niederzuhalten, gibt Verbündeten, die diese ebenfalls angreifen, einen Bonus von 10 auf Zielsicherheit. Oder Kugelhagel, wenn du als erste deine Primärwaffe beendet hast, nicht dein Zug. Boah. Ich würde sagen. Holozielen? Ja, nehmen wir das. Ja. So, weiter. Da sehen wir nochmal alles, was wir gekriegt haben. Gut, dass sie rechtzeitig eingetroffen sind. Ich glaube nicht, dass sie noch lange durchgehalten hätte. Gut gemacht, Commander. Panik verringert und so weiter und so fort. Denken Sie daran, wir behalten sie im Auge. So, dann speichere ich ab.
Ja, Spiel 4. Und dann danke ich euch fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge Let's Play XCOM Enemy Unknown. Bis dahin.